Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Salofrische Marsch. Wir werden jetzt Feld 1 Gärreste ausbringen und Gruppe, ein Arbeitsgang. Dazu werden wir erstmal die Geräte anhängen und anbauen. Ich werde mal einen folgenden Beführungskurs fahren. Von der BGH zum Feld 1. Na, reicht. Jeps. Reicht, passt. Angehängt. Jetzt soll uns Feld mehr sein. So, jetzt fahren wir zu Feld 1. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Hoffe, ihr habt alle 4 Tage frei gehabt, so wie ich. Und dann geht das wieder weiter im Juli, neu von vorne. So, jetzt gehen wir gleich aufs Feld. Die Ecke macht mir Sorgen. Da ja, schön rund nehmen. Wir werden jetzt einen Kurs einfahren. Ich überlege gerade, so am besten. Überführungskurs. Immer den alten löschen. Überführungskurs heißt, wir fahren jetzt zur BGH. Ich hoffe, dass wir da gleich den Punkt finden, wo wir aufladen können. Dann können wir schon mal koppern und düngen. Dann brauchen wir noch eine Sämaschine kaufen. Für Mais. Dann haben wir das auch erledigt. Dann ist das nachher ausgesät. Gedüngt und Gruppe muss man sowieso vorher. Wenn dann nicht geflüchtet müssen, dann hoffen wir nicht, dass das nicht der Fall ist. Aber nach meinem Wissens ist nicht geflüchtet. Das war haarscharf, was zu gut war. Das werden wir jetzt mal gleich löschen, den Kurs bis dahin. Denn diese Kurve macht mit garantiert Schwierigkeiten. Zwar, wenn wir jetzt den Kurs nicht mehr nach links angehen, das heißt, wir werden bis hierher zurücklöschen. Dann diesen Schwenker. Jetzt fahren wir hier weiter. Jetzt war es so, dass wir auch um die Kurve rumkommen. Wäre nämlich saublöd, wenn wir uns hier festfahren würden. So, jetzt geht's weiter. Wir müssen ja nachher Mais in die BGH bringen. Zumindest ein Silo. Wir werden jedenfalls ein Silo anschaffen. Einen Teil werden wir nehmen zum Mischfutter und einen Teil werden wir in die BGH verkaufen. Das heißt, wir werden uns hier einen günstigen Bereich ein Silo aufstellen. Da ist hier Platz. Genau da, wo wir jetzt ungefähr stehen, ungefähr kann man theoretisch hinstellen. Rechts von mir.
So, ich mache auch gleich den Punkt hier erwische. Weiß nicht genau wo. Normalerweise wo das Rohr ist, ne? Gärreste. Hätten mal einen anderen Kurs fahren können, aber wir müssen so einen Traktor fahren und einen. So, er ist voll. Jetzt fahren wir zurück zum Acker. Normalerweise würde ich jetzt einen anderen Kurs nehmen, eine andere Richtung, aber da wir nur ein Fahrzeug fahren. Die Felder sind noch zu klein, um nur mit zwei zu fahren. Bis du mit dem zweiten dann eingerichtet hast und gestartet hast, ist der schon fast fertig. Darum ist es mit einem ausreichend. Bei den ganz großen Feldern wollen wir halt anders düngen. Also die Gärreste muss ja auch verarbeitet werden. Und warum sollen wir uns den diesen Dünger verschenken, ne? So, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Überführungskurs, Gärreste eintragen. Feld 1, Gärreste ist ja BGA. Sollte ja bekannt sein. So, speichern. Kurs. Oder richtig geschrieben habe, ich glaube nicht. Modus Kursgenerierung 200 Meter und ein bisschen kleiner machen. Vorgewende machen wir rundherum. Vorgewende waren momentan 3. Die machen die Kupplung mal weich. Ja, 1. Feld 20 wollte ich noch kaufen für später. Das sieht optisch ganz gut aus. Speichern mal ab. Gruppen mit der Reste. Feld 1. Speichern. Kurs ergänzen. Ist schon mal ganz gut, dass ich Dinger meistens selbst und selben sofort anfange anhängen. Einstellen. Das geht ganz gut. Oh, doch schön breit. Macht er die Frucht nicht weg? Oder macht er nur Gülle rein? Schlitzgerät. Der kruppert gar nicht. Okay. Ist auch nicht so tragisch. Wir werden es überleben. War nicht so geplant, ich dachte das gleich mit Gruppen. Das sieht ganz gut aus. Ja, nur ganz. Na gut, der kommt da rum. Okay. Das ist also nur ein Schlitzgerät, das heißt, der Gruppen ist nicht.
Das heißt auch gut Deutsch. Wir müssen da Donnergruppe. Wenn ich gruppern würde, wäre die Leute mit mir weg. Gut, das macht nichts, aber wir wollen mal gucken, wie das klappt. Das ist mir ganz wichtig, dass es auch funktioniert. Ne? Ich habe ja nicht gedrückt. das ist ja wieder mal gut. Wird eine extra lange Folge. Das ist meine Zeit. Sonntags lange Folge wahrscheinlich. Oder extrem kurz. Also ich schaue mal, dass wir das einmal zumindest getestet haben. Das heißt, das ist weich. Rund wäre noch weniger. Sieht so eine Karte aus, Übersichtskarte. Falls wir das, ja, muss nicht geflügt werden. Da hätten wir noch fliegen können, ansonsten. Und ich will ungefähr jetzt sehen, wie er das macht mit dem. Na, sag schon. Mitten allein voll machen. So. Mal schauen, ob wir ein Gruppe gerät werden. Güllefässer. Denn das ist mir jetzt doch ein bisschen zu. Das, die Breite 6 Meter, dann wird ein wenig. 7 Meter. Dann hätten wir den noch nehmen können, aber die machen meistens so. Das ist ein. Ja, 6 Meter ist mir zu klein. Das wäre ein Güllepass. Gülleverteiler, ja gut. Jetzt haben wir einen Gruppe da, Gruppe, Gruppe, Pflanzenschutz, Gruppe. Porsche, 12 Meter, 500 PS. Amazone, 400 PS. Sei 4, 6 Meter, wir sind klein. Das ist ja. Raukun, 3 Meter. Der kann sogar aussehen. Das ist sie breit. 4,50. Der kleine Horsch, 6 Meter. Der Amazone ist 8 Meter. 400 PS. Was hat mein Fendt? Der Fendt ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, der hat die nötige Leistung, ja. 500 PS hat er. So, dann können wir auch einen Grupper leisten. Mit 12 Meter. Teuer. 1000 geht schick, schick. Der führt jetzt zu BGH. Das heißt, könnte funktionieren. Bis jetzt hat es geklappt. Wieder leer oder auch gelassen. War nicht schlecht. Bin ja gespannt. Da
müssen wir mal eintragen, dass wir da auch hinführen wollen. Denn das kann nämlich sein, dass er das eintragen muss, dass es Gärreste einführen soll. Wir müssen auf jeden Fall. So. Das kann ich irgendwo eintragen. Das ist geladen. Befüllung, Gülle. Das stimmt nicht. Gärreste. Wir machen das manuell. Dann fahren wir auch noch. Dann lassen wir uns zum Feld fahren, wo er vorher war, und dann speichern wir es ab. Und dann beenden wir die Folge. Boah, ich bin mir ganz sicher, dass schon Wind weggezogen ist. Aber wir müssen noch ein Feld beenden, denn nachher beim Spielstandladen gibt es dann Probleme. Probleme, weil ich dann im Kurs wieder neu laden muss, und wenn er jetzt im Führungskurs noch steht. Gut, einmal habe ich auch gespeichert, kein Thema, aber es ist besser, wenn er da steht, wo er halt anfangen soll. Schade, dass er nicht kuppert, aber 12 Meter wäre gut gewesen. Aber doch vor. Mieten sollen und dann nachher, ja gut. Testen, testen heißt normalerweise die Devise und dann näher kaufen. Bei Geräten, die man nicht kennt. So, jetzt muss er nur noch dahin fahren, wo er aufgehört hat. Dann können wir das entsprechend pausieren. Kann nicht weit sein, da muss ich vorne sein. Ah, gut. Halbe Stunde dafür. Entlassen. Machen wir zurück. So, meine Freunde der Domschaft, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über einen kleinen Like. Abo wäre auch schön. Danke dafür schon mal. Es kostet euch nichts und würde euch auch keine Probleme machen. Ihr habt im Prinzip keine Nachteile. Dann seid mal Hüß und Winke, Winke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.